Den Unterricht genossen am Donnerstag die Schwächer der Volksschulkinder im Freien. Auf dem Stundenplan stand die Outdoor Trophy, die jährlich von der SVS organisiert wird. Outdoor Trophy, eine Einrichtung der SVS schon seit vielen Jahren. Ja, mehr als 10 Jahre gibt es diese Outdoor Trophy schon und es ist immer eine gute Gelegenheit für die Kinder der Stadtgemeinde Schwechat, ihre Gemeinde kennenzulernen. Es gibt immer was Neues. Barbara Viertel tüftelt immer wieder neue Stationen aus und sie kommen darüber hinaus auch auf fast 10 Kilometer Marschweg. Suchen oder erkennen. Das heißt, ihr habt so vorne ein Rätsel und wenn ihr wisst, zum Beispiel ganz leicht 122, wem gehört diese Telefonnummer, sollte eigentlich anklären sein, wem diese Telefonnummer ist und wo ist dann diese Feuerwehr. Soll ich euch was verraten? Ein sehr umfangreiches Unterfangen, wenn man denkt an die Vorbereitungen. Ja, es ist eigentlich schon wie Routine. Also ich mache es gern, es macht mir Spaß, einfach dieses Rätsel schon im Sommer zu erarbeiten. Und die 23 Klassen haben heute optimale Bedingungen, diese Stationen zu finden. Positiv ist daran, dass sehr, sehr viele Eltern, Großeltern mitgehen. Damit ist es auch ein gemeinsamer Familienausflug und fügt so das Sozialgefüge einer Klasse zusammen. Also es erfüllt seinen Zweck. Sie gehen mit? Ja, ich helfe aus. Ja. Und haben Sie sich ein bisschen vorbereitet? Es wird heute sehr sportlich. Ja, ich lasse mich überraschen, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht genau. Also Sie machen es zum ersten Mal? Ja. Heute Outdoor-Trophy hier in Schwächern. Sie machen es zum ersten Mal? Ja. Ich bin von den Eltern abhängig, die uns weiterführen durch den Weg. Die Kinder werden Sie dann führen. Die werden das ja schon genauer wissen. Genau, die haben schon öfter mitgemacht. Wie viele Stationen sind es überhaupt? Es sind 20 Stationen, haben wir, wobei 4 Stationen einfach Actionstationen sind, wo Sportlehrer warten und dass sie Aufgaben erfüllen müssen. Und 2 Verpflegungsstationen haben wir auch dazu. Ja, es ist ein kombinierter Unterricht. Es kommt dort vom Platz suchen, über Orte suchen, ein wenig über die Geschichte lernen, alles zusammen. Also genau das, was eigentlich die Volksschüler brauchen können. Es geht nicht nur ums Wissen über die Stadt Schwechat, sondern auch um die Bewegung, ums Sportliche heute. So ist es. Sportstadt Schwechat führt für ihre Qualität und somit müssen sie auch auf dem Wandertag, wenn da schon Bewegung ist, trotzdem koordinative Aufgaben noch erfüllen. Für die Kinder natürlich ein Erlebnis. Ja, wir haben schon beim Herweg sogar in einem Baum Eulen gesehen, die ja sehr selten sind. Und so werden wir weiterhin die Augen offen halten und die Natur und die Stadt auch genießen.